Fängt schon schlecht an. Chiptuning Raw. 24. Yes. Alter, wir haben schon richtig Sendungen auf der Uhr, ne? Ja, 24. Jetzt, bald. Ja. Dann fangen wir doch mal mit unserem Giveaway an. Das ging nach Landau in der Pfalz. 1,4er TSI-Motor. Okay. Haben wir wieder einen glücklich gemacht, hoffe ich doch. Grüße dorthin. Wir wünschen viel Spaß an der Stelle. Angekommen ist es auch schon, wie wir gesehen haben. Ja. Also alles wunderbar. Eigentlich hatte ich ja die Hoffnung, dass wir heute schon das 3000 Abonnenten-Special Giveaway und das 2,5 Millionen Aufrufe oder das eine oder das andere machen können. Leider sind wir knapp davor. Jetzt gefühlte 16 Uhr freitags sind es, glaube ich, 2986 Abonnenten. Ja. Also müssen wir die nächste größere Giveaway-Aktion wahrscheinlich mal eine Woche verschieben. Und die 2,5 Millionen auch nicht erreicht. Nee. Völligst versagt. Was ist los mit euch? Übliches ja. Versagen. Ja, ich muss auch sagen, ich war auch in der letzten Sendung so mit meiner Performance nicht so zufrieden. Vielleicht lag es daran. Ja. Zu wenig Leistung? Ja, ich weiß nicht. Da hat mir so ein bisschen die Aggressivität gefehlt. Und dann ordne ich vorher so die Gedanken im Kopf, worauf ich hinaus will. Und dann kriege ich es manchmal doch nicht so klar umgesetzt, wie ich es gerne hätte. Ja, man kann halt auch nicht auf Knopfdruck garstig sein, ja, sag ich mal. Ne? Ja, ich bin ja immer garstig, aber was weiß ich. Und dann, wenn ich dann des Nächtens das Video vorbereite und durchgucke und so weit verarbeite, dass wir es hochladen können, dann denke ich immer, Mann, eigentlich wollte ich noch das sagen und ach, da hätte ich noch mehr draufkloppen müssen. Dann müssten wir skripten und das wollen wir ja, ja nicht. Ne? Nein, wir haben ja schon Oder? Nein. Nein, wir haben ja schon nur wenige Notizzettel, mit denen wir uns hier über die Runden retten wollen. Von daher muss ich auch gleich mal gucken. Genau, da fange ich doch mal mit meinem ersten Thema an, was jetzt auch wieder durch die Presse ging, dass Mercedes in Sachen Abschalteinrichtung 700.000 Fahrzeuge zurückrufen muss. Wahnsinn, ne? Ja, und was mein Ärgernis ist, einerseits, was sind das für Hosenbläser bei dem KBA? Brauchen die jetzt 3 Jahre, um festzustellen, dass es Mercedes auch betrifft? Und dann in zweiter Instanz, wenn ich Mercedes wäre, die hatten jetzt 3 Jahre Zeit, ihren Arsch zu retten. Ja. Man hätte einerseits hergehen können und jedes Auto, das zum Service kommt, einfach mal so updaten, ohne dass es einer mitkriegt. Dann hätten sie eine Rückrufaktion für irgendeine nichtige Sache machen können und hätten dann quasi im Schatten dieser Aktion die Fahrzeuge rückrüsten, ja, umrüsten können. Die Lampe ist zu hell, ja, oder irgend sowas. Und ne? Was haben sie gemacht? Haben 3 Jahre nichts gemacht. Als sie angesprochen wurden, haben sie dann gesagt, ja, nee, bei uns nicht. Und das Interessante, was auch wieder meine These stützt, dass alle betroffen sind, da handelt es sich ja auch um Renault-Motoren. In dem Falle ja. Ja, ich weiß, Renault sagt jetzt ja, die werden ja konfiguriert und appliziert von Mercedes, von daher ist das was anderes. Aber ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dieser 1,6er und wahrscheinlich auch irgendwelche 2 Liter von Renault und von Nissan, die werden genauso betroffen sein. Nur kurioserweise haben sich ja auch die ganzen ausländischen Hersteller echt einen schlanken Schuh gemacht. Ja. Weil da hast du ja nichts gehört. Und wie Fiat schon sagte, Abgas interessiert uns nicht, ja, haben wir kein Problem mit. Was wollt ihr, ja? Also ich bleibe dabei. Im Prinzip wird alles mehr oder minder hochkommen. Und am Ende werden es alle so gemacht haben. Auch aus gutem Grund. Ja? Das ist ja das was ich immer sage. Aber das habe ich auch schon so oft erklärt, dass ich mich jetzt auf dieses Glatteis nicht nochmal begeben will. Nicht, dass wir dann wieder diskutieren müssen über irgendwelche Spezialitäten im Abgasstrang. Aber es war für mich keine Überraschung und es zeigt mir nur umso klarer, dass es letzten Endes nahezu alle trifft und dass immer mehr dazukommen und zeigt mir das Versagen in den großen deutschen Autokonzernen, was ich nicht verstehe. Ja, eben. Was ist da bei Mercedes los? Kann ich gar nicht glauben. Und auch das KBA, was sind das für Nachtkappen? Ich meine, ich kenne ja das KBA von früher noch mit irgendwelchen Sachen, wie es um irgendwelche Freigaben und Abnahmen und irgendwelche, wo wir für Kunden irgendwelche Sachen gemacht haben, die da was auch immer brauchten in Zusammenhang mit TÜV. Ja. Und ja, das ist ein Schnarchladen, ganz klar. Aber so jetzt, also volles Versagen, sowohl von der Regierungs- und Behördenseite als auch von den Herstellern. Was willst du dazu sagen? Tja, jetzt hat es Mercedes doch erwischt.
Wer hätte es gedacht? Wir, ja. Das Beste oder nichts, sage ich nur. Ja. Ne? Und mal gucken, das war ja abzusehen, dass es so lange gedauert hat, sage ich mal, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber dass es kommt, ja, weil VW war natürlich nur die Spitze des Eisbergs, ganz klar. Und ich bin gespannt, wer als nächstes auf einmal doch sagt, ja, es könnte sein, dass wir müssten doch mal ein paar Autos zurückrufen. Also meine Theorie ist ja nach wie vor sowieso immer noch, diese Software, die kommt nicht von den Autoherstellern. Diese Software, die kommt aus dem Dunstkreis der Steuergeräteentwicklung. Und letzten Endes hat jeder dieses Tool dann gerne mitgenommen. Aber warten wir es mal ab. Die haben nicht Nein gesagt dann so, oh, das ist ein gutes Feature. Ja. Ne? Warten wir es mal ab, wie sich's entwickelt. Am Ende wird sich's ja wahrscheinlich zeigen. Und dann soll es soweit auch gut sein. Kleiner Seiteneinwurf zum Thema Testfahrzeuge. Wir haben die Woche einiges gemacht. Wir hatten zum Beispiel einen Golf R Variant. Da werden wir in den nächsten Tagen, ich schätze mal nächste oder übernächste Woche, dann unseren Performance-Test bringen. Ist ja vielleicht auch ganz interessant, so Hyundai i30N, so diese kompakten, kleinen Renner. Wir nehmen es jetzt mal in dieselbe Klasse, würde ich jetzt schon sagen. Ne? Also ja, ich meine, der will da ja auch hin. Die wollen ja beim GTI wildern. Ja. Und für nächste Woche haben wir dann quasi das gleiche Auto im Sparprogramm mit 1,4er Motor. Also hier oben und ja. Etwas weiter unten. Und ich glaube, ein Ford ist auch noch am Kommen die nächste Woche. Mhm. Ein Dreizylinder, mehr möchte ich jetzt nicht dazu sagen. Ja. Das heißt, da ist einiges an Performance-Testprogramm im Rohr. Du hattest noch eine andere Geschichte, aber da komme ich später zu, diese Woche gehabt. Und wir haben uns ganz schön rumgequält in der Hitze, muss man sagen. Ne? Ja, sehr. Also es war verheerend teilweise. Und dann kamen wir noch auf die tolle Idee, diesmal was auf einem Parkplatz zu drehen. Ja, ihr werdet es nicht allzu fern der Zeit sehen. Da hat der Boden so die Hitze reflektiert. Auch abends noch um 7. Dass wir beinahe unser Leben gelassen hätten. Also wir möchten uns jetzt vorbeugend schon mal entschuldigen, wenn es nicht so gewohnt gut geworden ist, aber ich denke schon, dass es... Gewohnt gut war gut. Gewohnt gut war gut, ja. Dann was anderes, was ich noch mal ein bisschen erklären muss. Und das ist immer schwierig, weil, weißt du, so auf die Kacke zu hauen oder dicke Hose zu machen oder so, das ist eigentlich nicht mein Thema. Aber ich sehe anhand der Zuschauerzuschriften, die wir bekommen, dass ich hin und wieder doch mal das ein oder andere bisschen klarstellen oder gerade rücken muss, weil die Leute sich teilweise schwer, die verstehen schwer, was macht er da, worauf will er hinaus? Ja? Und mir ist es eigentlich wichtig, den Leuten mal klar zu machen, dass das, was ihnen, sagen wir mal, bei der Google-Suche oder bei YouTube vorgeführt wird, oder vielleicht auch zu großen Teilen auf der Essen Motor Show. Ja, zum Thema Chiptuning. Ja, dass das eigentlich nur eine kleine Seite der Medaille ist und dass es darüber hinaus seit vielen Jahren viele Leute gibt, die vieles gemacht haben und die auch vielen von denen, die heute bekannt sind, in den Sattel geholfen haben oder Produkte geliefert haben, weil teilweise die sich heute so wichtig tun, unter Umständen gar nichts drauf haben. Ja, das haben sie nicht hinbekommen. Und, ne? Ich sehe mich da so als der Erklärbär und ich meine, mein Vorteil ist, ich muss auf nichts mehr Rücksicht nehmen. Ja? Es stört mich einfach, dass so Sachen immer so im Raum stehen und dass es überhaupt kein Kontra, kein Gegengewicht mehr gibt. Ja? Es gibt eine Vielzahl von jungen Konsumenten, die das einfach so widerspruchslos hinnehmen, was sie da reingefüttert kriegen. Und ich habe doch... Über 34 Jahre bin ich jetzt im Business, ja, und da kommen natürlich so viele Erfahrungen zusammen, ob es jetzt der Motorsport ist oder Entwicklung oder Fertigung von solchen Sachen. Und da muss ich mir einfach mal erlauben, für mich in Anspruch zu nehmen, dass ich es wahrscheinlich doch besser weiß wie die allermeisten. Ja, und weil so viele, die so lange dabei sind, gibt es nicht. Und vor allen Dingen alle, die so lange dabei sind und auch viele von den Guten, auch Leute, von denen ich gelernt habe oder Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die sind heute völlig unbekannt, ja, sind aber
für das Thema Chiptuning von viel größerer Bedeutung gewesen, viel, viel wichtiger gewesen als diese Hosenbläser, die heute von sich quasi behaupten, sie machen den Markt. Sie haben es erfunden. So. Ja, und das ist ein Ärgernis. Und ich verstehe auch andererseits unsere Zuschauer. Ja, ich kriege auch viele Zuschriften, wo es dann quasi heißt, woher nehme ich das Recht, diese Leute anzugreifen oder zu kritisieren oder keine Ahnung, was habe ich geleistet oder wo komme ich her, was qualifiziert mich dazu? Und da sind wir an dem Punkt, das waren eigentlich Sachen, die ich nicht so unbedingt an die große Glocke hängen wollte, aber ich habe jetzt doch so das Gefühl, ich muss den Leuten mal 3-4 Grundsätzlichkeiten erklären, damit die mal verstehen, warum es mir wichtig ist, dass sie auch noch eine andere Seite zu sehen bekommen, auch wenn das relativ unerfolgreich ist und wir keine großen Zuschauerzahlen haben. Aber die wenigen, die es gucken, die verstehen dann vielleicht die Zusammenhänge etwas besser. Ja. Und was weiß ich, promoten ja vielleicht auch mal, dass es da noch andere Leute gibt, die mal die Gegenseite vertreten. Genau, deswegen immer genau zuhören. Ja. Ganz genau, wenn der alte Mann hier berichtet. Und um da mal drauf zu kommen, habe ich mir jetzt doch überlegt, ich werde hin und wieder mal aus meiner Historie ein paar Geschichten erzählen, damit die Leute sich auch einen Reim drauf machen können, was erzählt er uns da eigentlich oder woher will der das wissen oder was prädestiniert ausgerechnet den dazu zu sagen, dass das alles Luftpumpen sind. Ja, genau. Ja, ich meine, klar, ich muss keine Rücksichten mehr nehmen und mir ist es auch völlig egal, was jetzt irgendwie andere Leute da davon halten oder dazu sagen. Aber nur um mal so ein paar kleine Fakten zu liefern, und da ist auch schwierig, weil ich im Prinzip mit einer Vielzahl von Firmen zu tun hatte, aber es auch bei vielen Firmen unter anderem Ausstiegsklauseln gab, die es mir nicht ermöglichen, obwohl es schon Jahre zurückliegt, dass ich frei drüber reden kann. Ja? Also Ross und Reiter zu ganz, nennen. Ganz genau. Ja. Und aber nur mal so einen kleinen History-Rundgang zum Verständnis. Ich habe in den 80er Jahren unter anderem die Firma Comdata gegründet. Ja? Ich habe in den 80er Jahren unter anderem die Firma MCS Computer gegründet. Ja? Das sind alles Firmen, die zu ihrer Zeit nicht so unbekannt waren. Ja? Ich habe jetzt seit 1986 die Marke und das Produkt TechWorld am Start. Ja? Ich war mit Motorsport ziemlich weit unterwegs, hier und da in Afrika. Teilweise selber gefahren, mittelmäßig erfolgreich, aber auch in der Crew gewesen, in der Box gewesen. Ja? Ich habe die Firma M-Speed gegründet, war der erste Geschäftsführer und Markenrechteinhaber. Ja? Ich habe ähnliche Firmen dieser Art noch 2-3 weitere gegründet, die auch nicht unbekannt sind und seit Jahren dabei sind, die ich aber nicht nennen darf, weil es da noch Absprachen gibt, die aus dem Verlassen der Firmen begründet waren. Und wenn jetzt einer sagt, ey, was ein Aufschneider oder so, ja, du kannst ja heute im Unternehmensregister nachgucken und dann kann der es interessiert, überprüfen, ob ich das, was ich hier erzähle, ob das den Tatsachen entspricht. Ja. Oder du kannst beim Patentamt gucken, wer war der erste Rechte- oder Markeninhaber von irgendwas. Mhm. Ja, und dann kann jeder, der jetzt daran zweifelt, was ich hier sage, kann dann letzten Endes nachgucken und überprüfen, ob dem so ist oder ob ich nur die dumme alte Luftpumpe bin, die irgendwelche JPs wie oder sonst anderen. Was für Heinis einfach nur angreift, weil er nichts zu tun hat und versucht, damit Quote zu machen. Wobei, wenn dem so wäre, dann würden wir es ja immer in den Videos mit reinnehmen. Ja, genau. So. Also du willst sagen, man muss die Brotkrümelspur finden und verfolgen und dann kommt man schon zu seinen eigenen Schlüssen. Und ich hab zum Beispiel auch gerade in Verbindung mit dem TCR-Projekt, wo wir vielleicht noch drauf kommen, mitgekriegt, dass derjenige, der dann auch erzählt hat, der hat mal recherchiert und war dann eigentlich überrascht. Der ist den Weg gegangen, den du gerade gesagt hast. Wie präsent ich tatsächlich in der Branche war. Und auch was anderes, ich rede jetzt nicht von Kennfeldern, ich rede jetzt nur von Zusatzsteuergeräten, zum größten Teil für Motortuning, zum geringeren Teil vom Gaspedal. Ja. Wir haben aktuell aus unserem Entwicklungsdunstkreis, aus unserer Fertigung oder von oder mit oder durch unsere Lizenznehmer, also nicht nur wir alleine verkauft, sondern auch Kunden, für die wir entwickelt haben und so weiter, bla bla bla, oder Kunden, für die wir fertigen, nur damit es der Zuseher mal versteht,
haben wir weltweit mit Schwerpunkt EU-Raum, und Korea war auch ein Land, wo es ganz gut lief, haben wir über 250.000 Geräten in Fahrzeugen am Laufen. 250.000. Das heißt, so eine große Menge von Autos fährt mit Sachen draußen rum, die wir entwickelt haben und die wir zum Teil auch verkauft haben. So, das bietet natürlich einen riesen Möglichkeiten, einen Erfahrungsschatz zu sammeln. Ich kann einfach mal behaupten, so viele Autos, wie ich gefahren und getestet habe, was du schon alles ausprobiert hast und was die ganzen Firmen, für die ich, mit denen ich tätig war, wo ich der Chef war, keine Ahnung. Ja, und immer hat sich um dieses Thema gedreht, entweder Kfz-Elektronik oder Computersoftware im weitesten Sinne. Ja, was da für ein Füllhorn an Erfahrung zusammengekommen ist. Ein Terabyte an Daten im Prinzip, die da angefallen sind. Ne? Ja, und weißt du, da möchte ich den Zuschauern draußen nur mal sagen, mit dieser Zahl im Kopf, dann frage ich die Zuschauer mal die Top 3 oder die Top 5 Wichtigtuer-Tuner bei YouTube. Ja? Frag die mal, wie viele Autos die laufen haben. Tatsächlich. Ich würde sagen, keine 10.000. Ich würde sogar vielleicht sagen, keine 5.000. Ja? Jetzt für und alle zusammengenommen oder einzeln gesehen? Einzeln gesehen, ja? Keine Ahnung, frag den JP oder den, was weiß ich, fällt mir jetzt gerade nicht ein, den Mr. Dubai oder wen auch immer. Frag, wie viele Fahrzeuge die im Feld haben. Und ich glaube nicht, dass es 10.000 sind und vielleicht sind es 5.000 oder 10.000, ist aber auch egal. Ja? Aber damit will ich nur sagen, die Leute draußen kriegen einen Popanz aufgebaut, ja, von Leuten, die eigentlich nie wirklich eine Durchschlagskraft am Markt hatten oder die nie einen großen Verteilungsmechanismus draußen hatten. Ja. Und das ist das, was mich so stört. Ja. Die Leute, die was gerissen haben, die fallen eigentlich immer unter den Tisch und irgendwelche, ja, ich will jetzt nicht sagen begrenzt Talentierten, das wäre auch wieder ungerecht, nee. Aber irgendwelche Leute, die sich ständig entsprechend promoten und schlau daherreden, ja, die werden dann wahrgenommen als die großen Macher der Szene. Und da kann ich tatsächlich nur sagen, die großen Macher der Szene, die sind eigentlich weitestgehend unbekannt und es sind weitestgehend auch eher ältere Leute, ja. Und auch diese Firmen sind weitestgehend unbekannt. Und ich sehe jetzt am Ende meiner beruflichen Tätigkeit, sehe ich mich jetzt irgendwie dazu auserkoren. Ja, dazu berufen. Ja. Dazu hin und wieder mal Stellung zu nehmen und was weiß ich, hin und wieder auch mal zu zeigen, ey, so war es vielleicht gar nicht. Oder das, was da irgendwer erzählt, ist vielleicht gar nicht so fundiert oder ist vielleicht gar nicht so nah an der Realität dran, wie man es den Leuten glauben machen will. Ja, ich muss auch manchmal lachen, wenn ich so Kunden von uns sehe oder mir mal die Webseite angucke. Ja. Und ich kenne die ja auch persönlich und weiß so auch das Alter von denen. Und dann steht dann auf der Webseite, ja, wir sind seit 93 oder so am Markt und sowas. Und da denke ich mir, okay, wenn der 83 jetzt geboren ist und mit 93 schon am Markt, da war er ja sehr frühreif. Ne? Ja. Also da hat er schon. Da gibt es einige von. Ja, ich sag ja, die sind grundsätzlich alle aber mindestens 20 Jahre am Markt. Ne? Wie gesagt, nur zum Verständnis. Ich will die anderen gar nicht kleinreden oder schlecht reden. Ja? Weil die haben die Quote und die haben die Medienmacht. Die habe ich nicht. Ja. Ja? Ich will aber den wenigen Leuten, die es interessiert, hier und da mal sagen: Möglicherweise war es anders. Und möglicherweise haben eine große Zahl von relativ unbekannten Leuten und möglicherweise heute auch vergessenen Firmen in diesem Markt viel mehr erreicht und viel mehr geebnet als diejenigen, die heute so auf die Welle die dicke Hose machen. Mhm. Und frag doch mal diese ganzen Wichtigtuer, was haben sie entwickelt? Welche Produkte haben sie in den Markt gebracht? Ja, da wird es schon dünn. Oder frag mal, wer war dabei, als was entwickelt wurde oder also, so. Also wenn es ehrliche Antworten gibt, muss man auch mal voraussetzen, weil erzählen. Natürlich. Ja. Ja, aber das ist mir eigentlich wichtig, dass so die wahre History des Ganzen nicht so ganz verloren geht und wir am Ende nicht glauben, dass bei D-Max oder bei Pro7 oder bei YouTube
Tuning erfunden wurde oder dass die wichtigsten Leute auf der Essen Motor Show waren. Das waren sie nämlich nicht. Nee. Das interessiert die auch gar nicht. Ne? So sieht's mal aus. Ja. Aber ich denke, da werden wir hin und wieder als mal einen Rückgriff in die gute alte Zeit machen. Und ich werde hin und wieder mal so ein bisschen aus der Mottenkiste plaudern und damit womöglich den ein oder anderen Zuschauer reizen. Weil ich merke ja schon so an den Zuschriften, wenn man sich an den Heiligen des Tunings vergeht. Zumindest schafft er Arbeitsplätze, ne? Hab ich mir sagen lassen. Aber dann das stimmt ja auch. Kriegt man gleich auf die Finger gehauen. Ja. Aber wie gesagt, mir geht es nicht darum, irgendwen scheiße aussehen zu lassen, aber mir geht es darum, hin und wieder mal ein bisschen von der Zeit zu erzählen, als es alles noch ein bisschen anders war und als eine Suchmaschine nicht darüber entschieden hat, wer ist der Sieger, den längsten hat. Ja, genau. Ja. Gut. Schön gesagt. Ja. Ja, dann haben wir gleich noch ein weiteres interessantes Thema, das in diese Kerbe reinhackt, nämlich unser weiterer oder nächster 102-Oktan-Test. Ah ja, stimmt. Den haben wir kürzlich abgeschlossen. Ich möchte es eigentlich relativ kurz halten, weil wir haben, glaube ich, bei dem Beetle schon eigentlich weitestgehend genug dazu gesagt. Ich werde es jetzt auch nochmal einblenden. Ich gucke hier nochmal kurz auf die Diagramme, damit ich auch nichts Falsches sage. Also wir haben den M5 Competition, der ja aus unseren Testvideos bekannt ist, erneutermaßen aus der Rente geholt. Ja. Und wir hatten den ja in unserem Performance-Test mit 655 PS und 812 Newtonmeter. Und jetzt haben wir uns mal den Spaß gemacht und haben mal eine Zeit lang mit 102 Oktan gefahren und waren auch einige hundert Kilometer damit unterwegs. Und dann hast du gestern mal eine Messung gemacht und ich glaube, wir blenden es auch mal ein, wo die beiden Messungen übereinander gelegt sind. Genau. Und dann haben wir hier ein Ergebnis, wo man auch wieder sagen kann, wenn man sagen würden Messtoleranzen, wäre es damit eigentlich erklärt. Also man müsste jetzt gar nicht sagen hier und da, aber selbst wenn man dem 102 Oktan besonders gut tun wollte, ja, dann hätten wir hier irgendwo 3 PS mehr gehabt. Die Leistung hätte vielleicht ein bisschen früher angelegen, ist dann aber auch wieder eingeknickt und ein Newtonmeter weniger hätten wir auch gehabt. Also mit anderen Worten, auch hier bei einem 650 PS Auto ist der messbare Unterschied 3 PS mehr und 1 Newtonmeter weniger. Das haut voll in die Messtoleranz rein. Also kein Unterschied. Ja, es ist eigentlich erstaunlich, dass es so nah aufeinander liegt. Wie gesagt, es hätte mich auch nicht geschockt, wenn er da mal 10 PS mehr oder 15 PS weniger gehabt hätte. Mhm. Aber auch hier hat sich das, was wir schon bei einem schwach motorisierten Auto getestet haben, wiederum bewiesen. Nach wie vor, ich möchte keinen davon abhalten, die 102 Oktan zu tanken. Wenn sich einer gut damit fühlt oder meint, da ist irgendein Additiv drin, das ihm gut bekommt oder das seinen Motor länger leben lässt, meinen Segen hat er. Wer aber hergeht und erzählt, dass damit eine Mehrleistung zu generieren wäre, ja, ohne was zu tun, ne? Oder dass alleine schon aufgrund des Kraftstoffes es durch welche himmlischen Fügungen auch zu einer früheren Zündung kommen würde, kann ich tatsächlich nur sagen, ich möchte mich nicht tausendmal wiederholen, im Zweifelsfalle einfach nochmal das Rohr angucken, wo wir den Beetle getestet haben. Aber es hat sich auch hier wieder bestätigt, viel Rauch um nichts. Natürlich fährt das Auto auch mit 102 Oktan gut. Richtig. Ja. Und möglicherweise immerhin tut es auch dem Motor gut. Nur man muss sich auch eins sagen, also was sollten wir davon haben, dass wir jetzt eine Mehrleistung messen und würden sie verschweigen? Oder andererseits, wenn 102 Oktan eine Hilfe wäre, dass wir von der Leistung her besser aussehen, dann würden wir doch bei jeder Karre, die wir testen, oder bei jeder Karre, wo wir ein Tuning machen, 102 Oktan verwenden, um da noch die letzten 5, 6, 7, 8, 9, 10 PS messbar zu mobilisieren. Genau, ja. Aber auch das wurde uns nicht gegönnt. Nein. Und das waren jetzt zwei Fallbeispiele. Wir könnten noch mehr nennen, was weiß ich, mit dem R8 und mit diesem und mit jenem. Ja, aber wir haben jetzt exemplarisch ein schwach bis mittelmäßig motorisiertes Auto gezeigt
Und wir haben jetzt ein stark, kann man wohl schon sagen, bei 650 PS motorisiertes Auto gezeigt. Und das Ergebnis war, zwischen 98 und 102 tut sich leistungsmäßig nichts. Nee. 95 müssen wir jetzt nicht probieren, weil es ist ja Schwachsinn, wenn es für 98 ausgelegt ist. Da ist es auch klar, wie es ausgeht. Ja, also von daher. Aber nochmal, ich bin immer wieder überrascht, welche Durchschlagskraft diese Leute am Markt haben, dass sich so viele Leute darüber Gedanken machen. Und ich wette dir, das Ergebnis unseres Tests ist jetzt wieder, dass dann irgendwer sagt, da müssen wir vielleicht noch mal jemand fragen. Ja. Also die Leute brauchen anscheinend auch immer das Ergebnis, das sie wollen. Und möglicherweise, bevor man sich jetzt sagt, Mann, jetzt tanke ich hier 102 Oktan für teuer Geld jahrelang. Und dann kommt einer und sagt, scheiße, bringt gar keine Mehrleistung. Da muss ich mir jetzt noch mal einen suchen, bei dem es was gebracht hat, dann fühle ich mich besser. Genau, und der misst das dann auch nach und juhu, es hat geklappt oder so, ne? Genau. Ja, sind wir eigentlich durch mit dem Thema, oder? Ja, das ist auch langsam, nervt schon so ein bisschen, ne? Also, wir machen jetzt auch nichts mehr dazu und es braucht uns eigentlich auch niemand mehr was dazu schreiben. Wem das jetzt nicht genügt, ja, der soll sich dann einfach bei den YouTube-Superstars informieren und soll sich da das Benzin verkaufen lassen. Arschgeleckt. Da haben beide Seiten was von. Der Nutzer ist glücklich und der es verkauft hat auch. Also ganz genau. Man muss die Wirtschaft ja auch mal ankurbeln. Ne? So sieht's aus. Und da fällt mir auch noch ein, ich habe ja, was auch sehr, sehr stark kritisiert wurde bei den Zuschriften, ich habe ja gesagt in der letzten Sendung, dass es mich so stört, dass viele Leute den Namen Motorsport in der Firma führen und am Ende dann aber mit Motorsport gar nichts machen. Ja. Und ich kann aber auch mal ein Gegenbeispiel nennen. Es gibt sie noch. Ja, weil du warst diese Woche bei Götz Motorsport und ihr habt da an einem TCR Seat mal unsere Tuningbox appliziert. Ja. Experimentiert. Experimentiert auf dem Prüfstand. Und hab mal geguckt, inwieweit an so einem Rennwagen, der jetzt sowieso schon mit höheren Ladedrücken arbeitet, eventuell über eine Box auch was rauszuholen ist. Nur so als Test und als, uns interessieren ja auch Sachen. Genau, Und wenn wir natürlich die Möglichkeit bekommen, an so einem TCR-Auto mal ein paar Sachen auszuprobieren und da mal dran zu schrauben, dann machen wir das natürlich auch. Und derjenige ist auch willig und sagt, okay, können wir machen. Genau, und wir haben auch ein bisschen Bildmaterial erzeugt. Ich weiß nicht, ob ich heute schon dazu komme, hier was einzublenden. Ja. Erzähl einfach mal so im Groben, was ihr gemacht habt und mit welchem Ergebnis die ganze Sache letzten Endes ausging. Ja, also im Prinzip, wie du schon sagst, war es ein Seat Leon Cupra TCR. Ja. Also von dieser TCR. Die sehen geil aus, ne? Die sind schon geil. Klingen auch gut, ne? Ja. Und der wurde gemessen in der normalen Konfiguration mit, glaube ich, 361 PS und 427 Newtonmeter Drehmoment. Ja. Und da haben wir gesagt, jetzt gucken wir mal, weil der Motor schon sehr Serie ist. Ne? Ja. Also das ist offensichtlich ein Serienmotor, der im Prinzip auch einfach ein bisschen aufgeboostet ist und bis auf so ein paar Sachen wie Ladeluftkühler und die Ansaugung und sowas, die so TCR-konform dann ist, ist es auch tatsächlich auch rein optisch und von der Sensorik her das Gleiche im Prinzip. Ja, ja. Ne? Und dann haben wir erstmal, im Prinzip habe ich die Sensorik erstmal ausgemessen. Mit unserem 4K-Sense-Scanner, den man auch für analoge Da können wir uns direkt alles anschauen, wie es funktioniert und hat man dann schon eine Idee, was man da machen kann. Und was auch in dem Zusammenhang, wo du ja vorhin gesagt hast, wir haben den Golf R-Variant, den neuesten, da konnte ich das direkt vergleichen, weil wir den ja parallel auch hatten. Ja. Ne, der hat ja den Motor drin und da war es auch ganz nett zu sehen, was die Sensoren unterschiedliche Werte herausgeben. Ja. Und dementsprechend haben wir da einfach mal ein paar Sachen experimentiert, direkt auf dem Prüfstand getestet. Und es war auch so, dass es doch deutliche Abweichungen gibt bei dem TCR-Auto, ne? Ja, ja. Hm. Deswegen, also da muss man schon ein bisschen was abändern. Ja. Am Ende war es dann so, dass wir bei gut 385 PS gelegen haben und 515 Newtonmeter. Also die Newtonmeter waren sehr, sehr nach oben gesprungen. Ja, wie viel war das jetzt, und Differenz? Lass mich mal rechnen, das waren fast 90 dann gewesen. 90 Newtonmeter. Also 88, wenn ich es jetzt so rechne. Ist schon geil. Ja, ist schon viel. Und man muss auch sagen, es war
wir hatten mehrere Läufe gemacht. Ja. Und die sagten dann auch, ja, es ist jetzt schon, das Auto ist schon heiß geworden, man müsste eigentlich jetzt auch mal bei weniger Temperatur messen. Mhm. Also die eigentliche Leistung wurde bei 7 Grad weniger auch gemessen, ja, und die Ansauglufttemperatur war dann schon bei über 80 Grad. Ja. Und normalerweise wären wir da auch bei über 390 PS gelandet, ja, und bei 520 Newtonmeter in etwa. Ja. Und wir waren zufrieden, ja, ja, weil das macht sich schon sehr bemerkbar, gerade das Drehmoment. Und das hat auch mal Spaß gemacht, sag ich mal, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die wirklich die technische Seite verstehen, die das schon jahrelang machen, ja, und auch überall schon unterwegs waren. Und ja, da lernt man von denjenigen und umgekehrt. Vor und allen Dingen kannten die auch noch unsere motorsportlichen Wurzeln, was auch nicht so schlecht, genau, war. Genau, ne? Und diejenigen haben auch dementsprechend auch recherchiert, ja, und ja, sind so, ja, an uns getreten. Ja. Auch was du da gesagt hast mit dem Unternehmensregister und, ja, sowas. Ja, ja. Ne? Und das war schon sehr schön, dass es so Leute, ja, noch gibt und den Namen Motorsport auch zurecht tragen. Ne? Ja, muss auch sagen, das Auto hat mir richtig gut gefallen. Das ist richtig so ein kleiner, kompakter Rennwagen. Und man muss jetzt auch zum Verständnis für unsere Zuseher sagen, es ging jetzt nicht darum, an dem Auto Modifikationen vorzunehmen, die jetzt irgendwie technischer Natur wären, Turbolader, sonst was, Kennfeld hier und da, sondern es ging quasi darum zu sehen, was kann man machen mit einem reglementkonformen Auto, wenn wir da zusätzlich was adaptieren. Und es ist vor allen Dingen was für uns interessant zu sehen, wo liegen die Unterschiede, Sensoren messtechnisch gesehen, zu dem Serienmotor, nenne ich es mal, also dem ja, Golf R. Und wir hatten die Woche das Glück, wir hatten Golf GTI Clubsport da, wir, ja, hatten Golf R da. Dann hatten wir noch das Glück, dass wir bei Götz an dem TCR arbeiten konnten. Danke nochmal, also, dafür. Ja, ja, super. Vor allen Dingen auch, dass wir das Bildmaterial verwenden können. Und das war wirklich geil. Und ich hab's auch bedauert, dass ich da selber nicht mit hin konnte, weil das hat mich so ein bisschen an meine gute alte Zeit erinnert. Hab ja auch viele Jahre mit der Sache verbracht und da kriege ich echt immer noch feuchte Hände, wie ich so die Bilder gesehen habe, den Innenraum von dem Auto, die Pedalerie, wie so, was weiß ich, die Verkabelung von dem Fahrzeug. Ja, alles so roh, ne? Ja, ja. Das ist wirklich, und der sieht für mich echt geil aus. Ich würde mir wünschen, dass es diese Fahrzeuge für die Straße gäbe. Ja, also im Breitbau und sagen sowas, wir mal, ne? Eine kompromisslose RS-Version für die Straße mit dem breiten Auftritt fand ich wirklich super geil. Und ich hoffe, dass wir vielleicht nochmal da irgendwie ein Projekt mit denen durchziehen können, ja, weil ich muss mir das auch mal angucken. Und ich sag mal so, was auch noch in der Werkstatt so stand an alten Schätzen, sag, ja, ich mal, die wir jetzt hier leider nicht zeigen können, weil es teilweise auch Kundenautos sind. Ja. Und das ist schon beeindruckend. Ja, ne? Ja, also, ja. Ganz klar. Ja, wie gesagt, leider darf ich ja nichts dazu sagen, aber ich habe da ein Fahrzeug gesehen, wo mir das wirklich im positiven Sinne das Herz geblutet, ja, hat. Ja, die Hose aufgegangen ist. Die Hose aufgegangen ist. Das war wirklich geil. Und für uns war es halt auch mal wieder ein Bastel-Highlight, weil das ist jetzt ein Projekt, das führt uns nicht weiter. Ja, ja, wir werden keinem TCR-Rennwagen eine Tuningbox verkaufen, aber wir wollten mal gucken, was ist mit unserem Material da machbar und inwieweit lässt sich Serie und Rennwagen irgendwie übertragen und vor allen Dingen, wo liegen auch die Unterschiede? Genau. Weil wir wurden auch schon oft quasi gefragt, was ist da eigentlich von der Sensorik her der Unterschied und kann ich da die normale Golf Airbox dranhängen, ja, oder, ja, sonst was. Und man muss tatsächlich sagen, es gibt Unterschiede. Und wenn man diesem, ja, sagen wir mal, nicht sehr heftig, aber dennoch schon gegenüber dem eher leistungsgesteigerten Fahrzeug, ja, nochmal per Box zusätzlich eine Leistung entlocken will, dann muss man einiges ein bisschen anders machen. Richtig, ansonsten funktioniert es, ja, nicht. Also wir haben wirklich viele Läufe auch damit gemacht am Endeffekt. Und mal ging es zurück mit der Leistung etwas, dann hat, ja, man wieder, okay, das ist der falsche Weg, man muss halt teilweise auch mal ausprobieren. Es war eigentlich auch viel zu warm. Ne? Ja, das auch noch und, ja, wir haben zwar dann auch öfter mal ein bisschen abkühlen lassen, aber generell war es teilweise über 30 Grad schon Außentemperatur und wie gesagt, wenn das Auto dann irgendwann mal warm ist, dann
macht es wenig Sinn, dann noch weiterzumachen, weil viel mehr wird es dann im Endeffekt nicht. Ganz genau. Und ja, aber war sehr schön. Und wie gesagt, wenn mir was gefällt oder wenn ich was gut finde, dann habe ich auch gar kein Problem damit, darüber entsprechend zu berichten und muss jetzt nicht sagen, irgendwie andere Tuner oder dies oder das oder, ja, also das war eine Sache, fand ich gut. Und ich hoffe, da kommt noch ja, mehr. Ja, und ich hoffe, wir können da mehr machen. Ja. Ich sehe jetzt, die Kamera ist schon aus, weil zum Thema Motorsport habe ich noch mein letztes Feuerwerk, das ich heute zünden muss. Eine haben wir ja hier. Ja, ich halte es mal hier in diese Kamera. Ich hoffe, man kann es erkennen. Da werden sich jetzt unsere Zuschauer wieder fragen. Was ist das? Was hält der alte Mann da für eine rosa, gammelige Mütze ins Bild? Was für ein Lappen ist das? Ja, die Mütze ist schon einige Jahrzehnte alt. Und die war im Ursprung mal eher rot. Ja. Und möglicherweise kann man hier auch erkennen, da steht Clay Regazzoni. Jetzt wird sich der ein oder andere Zuseher fragen, hä, Clay Regazzoni? Und was, ist das? Dann muss der alte Mann sagen, ja, Clay Regazzoni, Formel 1 Ferrari, Teamkollege von Niki Lauda. Die meisten fragen sich, ob das eine italienische Pasta ist oder sowas. Ja, ne? Ist übrigens ein Schweizer gewesen, ja, okay. Um das noch zu sagen. Und ja, jetzt könnte man ja sagen, okay, da hat er halt mal irgendwann 1900, schieß mich tot, eine Mütze abgestaubt, weil er auf irgendeinem Rennen war. Nein, ich war natürlich auf der anderen Seite. Ich war in der Box und hatte das große Vergnügen, diesen überragend talentierten Fahrer mehrere Tage bei der Arbeit zu erleben. Und das war wirklich toll. Einer von den Großen, mit denen ich das Vergnügen hatte, zusammenzuarbeiten. Und vielleicht werde ich hier in unseren nächsten Sendungen hin und wieder auch mal so alte Schoten aus dieser Zeit erzählen. Ich glaube, das wollen die Leute schon hören. Ja. Ich habe auch gesehen, in irgendeinem Interview hatte der Wolfgang Kaufmann, glaube ich, auch mal von der Geschichte erzählt mit Regazzoni in Monza. Das sind tolle Erinnerungen. Wobei ich sagen muss, also auch so mehr in der Neuzeit, dann bei M-Speed oder so mit dem Pierre Kaffer, das war auch eine prima Zusammenarbeit. Also, der fährt ja auch immer noch erfolgreich. Ja, ne? ja, guter Mann. Habe ich vielleicht auch mal noch ein paar Geschichten. Ja, aber auf alle Fälle wollte ich nur dieses alte Relikt, das leider zusehends zerfällt, obwohl es nur im Schrank liegt und geschont wird. Wir haben, glaube ich, zwei davon und es mittlerweile rosa ist. Wir haben zwei, ne? Regie, ja. Ja, schöne Erinnerung. Ich muss sie hin und wieder mal auspacken. Und auch diese Firma Guido Simplex, von der diese Mütze ist, die hat damals für den Clay Regazzoni quasi, jetzt habe ich hier Die Deko macht den Abgang. hat damals, ich meine, es ist jetzt 25 Jahre her, quasi die Möglichkeit geschaffen, dass er im Rennwagen fahren konnte, trotz seiner Behinderung, weil er war ja querschnittsgelähmt. Und die hatten damals schon ein echt geiles System. Ich habe auch geguckt, die Firma gibt es immer noch, sind immer noch in dem Bereich tätig, dass er quasi am Lenkrad Gas geben und bremsen konnte und so mit so einem Ring. Ja, und ich weiß noch, das war ein Riesenaufwand damals, bis die ganzen Sachen entsprechend in das Auto eingebaut und umgebaut wurden. Klar, ja. Und das war natürlich auch ein Riesenhype, dass der Clay Regazzoni in Monza mal wieder, ich weiß nicht mehr, es war glaube ich noch BPR oder 4GT, ich meine es war noch BPR, Rennen teilnimmt, was dann leider nicht geklappt hat, weil es da mit Zulassungsschwierigkeiten gab, weil er angeblich nicht schnell genug aus dem Auto rauskam, aber wenigstens konnte er vor dem italienischen Publikum Demo-Runden fahren. Die haben den auch schon gefeiert, weil den hat ja damals noch jeder gekannt in Italien und wahrscheinlich werden ihn die meisten heute auch noch kennen in Italien. Und das sind schon so klasse Erinnerungen, wenn du das Glück hattest, so Leute mal kennenzulernen oder mit so Leuten mal ein bisschen zu arbeiten oder denen über die Schulter zu gucken, hat auf alle Fälle großen Eindruck auf mich hinterlassen. Und nur by the way muss ich natürlich auch sagen, auch der Wolfgang Kaufmann
ist aus meiner Sicht wirklich einer von den Großen, von den Krachern, von den Guten. Er hat manchmal das Pech gehabt, dass er zur falschen Zeit im falschen Auto war. Da gibt es ja viele, ne? Ja, aber der hätte mit Sicherheit auch noch viel mehr erreichen können, wenn es besser gelaufen ist. Und wir waren hin und wieder mal Zimmergenossen. Und ich kann mich noch erinnern, er hat sich immer tierisch aufgeregt, dass ich geschnarcht habe. Ja, gut, ja. Wer regt sich da nicht und, auf? Und ich habe mich immer amüsiert, dass er sich morgens vorm Rennen immer mit Franzbranntwein eingerieben hat. Soll ja helfen, ne? Ja. Oh je, ich weiß noch, sind wir in seinem, glaube ich, Opel Astra damals quer durch England gefahren. Naja, gut. Der Taxifahrer wusste nicht, wo Silverstone ist und lauter so Geschichten, aber ach so. Wenn ich auf die Uhr gucke, sind wir schon wieder reichlich weit. Wie kann weit. Man das nicht wissen, als englischer Taxifahrer? Ja, vielleicht war auch mein Englisch damals zu schlecht. Ich stand am Flughafen, weil ich nachgereist war, habe mich in ein Taxi gesetzt und dann habe ich dem versucht zu erklären, ich wollte nach Silverstone. Hm? Da habe ich gesagt, ja, Home of British Motor Racing, bla bla bla. Auf alle Fälle hat die Fahrt ewig gedauert. Ich habe auch das Gefühl, er hat mich über den Tisch gezogen. Ich hatte dann nicht genug Geld dabei, konnte nicht bezahlen. Da musste ich noch auf der Rennstrecke dafür sorgen, dass jemand rauskam und mich freigekauft hat, weil diese verfickte Taxifahrt hat irgendwie in den 90er Jahren 300 Pfund gekostet oder sowas. Ja. Also ich gehe mal davon aus, der hat mich gerippt, aber war auf alle Fälle eine lustige Geschichte. Ja. Ja. Vielleicht erzähle ich irgendwann mal, wie wir mit einem LT Getriebeteile nach Le Castellet gefahren haben und was da so passiert ist. Also ich habe mir mal vorgenommen, so ein paar alte Motorsportschoten zu erzählen. Und ja, es haben uns ja auch schon Zuschauer geschrieben, wir sollen doch sehen, dass wir die 30 Minuten nicht überschreiten, sonst wird es kompliziert, wie viel uns haben zu wir folgen. Denn jetzt? Wir sind jetzt bei 42. Na ja, gut. Und ich habe noch 1000 Sachen auf dem Zettel. Leicht drüber. Und Ich denke, wir werden auch noch so ein kleines unkommentiertes Filmchen machen zu unserem oder zu deinem Bastel-Event bei Götz Motorsport. Würde mich freuen, ja. Und ich glaube, wir werden es aber nicht näher kommentieren, sondern einfach mal bewegte Bilder zeigen. Spricht für sich. Ja, und ansonsten kommen wir mit einigen Tests in nächster Zeit, wie schon gesagt. Und ich hoffe, dass wir nächste Woche entweder die 2,5 Millionen Aufrufe oder die 3000 Abonnenten haben. Dass wir dann wieder ein Giveaway rausknallen können. Und ich hoffe, dass ich heute wieder etwas aggressiver am Drücker war. Wenn ich es mir später angucke, wird sich's zeigen. Ich fand's gut. Dann sind wir ja beruhigt. Ja, also, ist die Hauptsache. Bis wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Leute. ja geil. Also ich... Das war jetzt ein bisschen konfus und unzusammenhängend, aber naja, es hat mich gerade so, ich so jetzt, weißt du, da fällt mir ein, der Wolfgang mit seinem Franzbranntwein. Naja, das sind doch schöne Geschichten, ich sage ja, sowas will ich hören, weißt du? Das ist gut. Ja. Make love, not war. Ja. Lieber die schönen Sachen erzählen. Ach so, übrigens bei den Outtakes, falls der Freisinger uns zusieht, sage ich nur das Kennwort Ayagasha. Ayagasha. Eventuell weiß er dann, um was es geht.